Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Grid 2. Ich wollte ja noch ein paar Promo-Rennen machen, beziehungsweise die zwei, die wir noch haben. Wir dürfen schon wieder ein bisschen überholen. Oh. Aston Martin One. Ach du Scheiße, ich glaube, das Ding ist heftig. Ich glaube, das Ding ist richtig heftig. Also solche Stats hatten wir, glaube ich, noch bei keinem Auto. Also kann ich mir jetzt zumindest nicht erinnern. Ich bin mal gespannt, wie das Ding jetzt abgeht, ne? Der Großteil der Strecke geht Vollgas. Du musst viel Mut mitbringen. Das denke ich mir. Ach du Schande. Diese Strecke ist neu für dich. Sei in der ersten Runde etwas vorsichtig. Super. Du hast das Tempo hochgehalten und ein Ziel abgehakt. Du fliegst regelrecht. Wenn du weiter so schnell überholst, reicht es für den Sieg. Ach du Scheiße, was ist das für eine Karre? Ich mach mir ins Hemd. Er tut alles, um dich abzublocken. Warte auf den richtigen Moment und... Oh. Nein! Die Karre ist einfach nur heftig. Ach ja, fahr mir du doch rein. Du bist auch so ein Arsch, ne? Das Ding muss ich haben. Da kommt der Heckspoiler automatisch raus. Da geht er wieder rein und gleich kommt der Heckspoiler wieder raus. Da kommt er. Du bist schnell mit dem Überholen. Weiter so. Oh. Ups. Ja, enge Kurve. Okay. Nochmal von neu anfangen. Oh, Verkehrsinsel. Geh auf die Seite. Oh, shit. Okay, da muss ich nochmal, ne? Lass mich vorbei. Wow. Letzte Runde. Zu viele. Mein Auto zieht nach rechts, das ist nicht gut. Ich glaube, mein Auto ist hin. Kusch, geh weg. Mein Auto ist Schrott. Aber ich schaffe das trotzdem noch. Um bei Überhol-Events zu gewinnen, musst du überholen. Logisch, oder? Echt? Wenn kein Auto zum Überholen da ist? Du bist mir so ein Spaßvogel, ne? Oh, mach doch nicht so dicht. Du musst dich unbedingt an ihm vorbeikämpfen. Greif jetzt an. Fährt mir mein Gegner voll hinten rein, ne? Und das ist auch so an dem Spiel. Boah, ne? So, jetzt leckst du mich am Arsch, ne? Ich mach dein Auto kaputt. Bin sowieso Erster. Ups.
Weil das ist mal so ein richtig mieses Rennen, ne? Mein Auto ist hin. Da gucken wir mal, ob wir Erste sind. Oh Mann, oh Mann. Gut gemacht. Dieser Erfolg wird sich schnell im Internet verbreiten. Gott, war das schlecht. Für euch war es sicherlich lustig, ne? Denke ich mir jetzt sicherlich. Oh, da steht die 3 davor. Das ist schön. Du solltest deine Sponsorenziele im Auge behalten. Durch sie kannst du neue Fans und damit neue Unterstützung für die WSR gewinnen. Ja, ja, kein Stress nicht. Oh. Was denn das? Ist das so eine Marke Eigenbau? Von dem habe ich jetzt noch nie was gehört. Das wird wahrscheinlich so ein richtig, richtig leichtes Auto sein. Wo man fast keine Kontrolle drüber hat, ne? Die Strecke ist breit und bietet großzügige Auslaufzonen. Sei aber nicht zu aggressiv auf den Randsteinen, sonst beschädigst du das Auto. Wir müssen ein paar neue Fans gewinnen. Du kannst es schaffen, das weiß ich. Oh, shit. Du hast mehr Power. Okay. Wow, 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 das Ding bricht ja mal richtig aus. Überholmanöver. Mach so weiter, dann gewinnst du. Wow. Das Ding macht Spaß. Das ist ja wie ein kleines Go-Kart. Naja, warum nicht, ne? So, jetzt müssen wir mal ein paar Punkte machen. Oh nein, die 900 möchte ich jetzt nicht gerade verlieren. Dankeschön. Das ist echt ein spaßiges Ding. Das sieht sehr überzeugend aus. Großartige Leistung. Na, sieht sehr überzeugend aus. Das freut mich doch. So, wir holen uns gleich mal wieder die 1000. Nein, 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 nein. Jetzt kommt die letzte Runde. Oh, innen vorbei. Okay, vom Kursabkommen ist scheiße. Dankeschön. Da musste ich so eng fahren, weil sonst, ja, ich hätte es mir überlegen können. Entweder vom Kursabkommen oder Kollision. So, schön innen rein driften, ne? Du musst jetzt dein Glück versuchen. Hol ihn dir. Was, hol ihn dir? Ich bin doch sowieso wahrscheinlich schon wieder so richtig heftigst Erster. Heftigst Erster, ja. Mhm. Wie will man denn bitte hier überholen, ne? Spaßige Angelegenheit. So, da können wir jetzt wieder einmal durchziehen. So, komm schon. 1000. Nein. Rutsch.
Wundert mich, dass ich da jetzt nicht gesagt habe, dass ich vom Kurs abgekommen bin, ne? Das hat mich jetzt wirklich gewundert. Das wäre knapp. Später bremsen. So, das war's, glaube ich, oder? Yep. Lustiges Ding. Mein kleines Go-Kart. Du hast eine starke Leistung gezeigt und das Ziel erfüllt. Mhm. Du kannst rundum zufrieden sein. Fast 40.000 Punkte mehr als er. Naja. Sag ich jetzt mal nichts dazu. Und ich stress mich hier immer, ne? Aber so richtig. Wenn du Sponsorenziele erfüllst, können wir ein größeres Publikum erreichen. Gib dein Bestes. Ach, wir fahren jetzt erstmal in der WSR weiter. So, und zwar die drei Eventrunden, das hängen wir noch dran, 7 Kilometer, jawohl. Ach komm, werden uns mal den TT krapschen. Die Strecken in Okutama haben extreme Steigungen. Du musst unbedingt das Tempo hochhalten. Gegen wen, gegen was für ein Auto fahre ich denn eigentlich? Hat man jetzt am Anfang nicht gesehen, ne? Ich sehe nichts, wo es hingeht. Oh, das geht ja schon mal wieder gut los, ne? Boah. Wisst ihr, sowas hasse ich an dem Game, aber so richtig, ne? Hau ab! Verpiss dich! Nee. Okay, da war ich jetzt dran schuld, ne? Aber das geht mal gar nicht. Wisst ihr, ne? Da fährt man ganz normal und der so richtig. Pam, ne? Oh, da hab ich mich jetzt verfahren. Ich sollte vielleicht doch ein bisschen mehr auf die Karte gucken, ne? Geh doch weg. Oh. Was eine Kurvenkombi. Oh. Und da kommt gleich nochmal sowas, ne? Und wieder hinter mir dran klebt, das ist nicht normal, ne? Liegt vielleicht am Auto? Schlechte Autowahl oder so? Ich weiß nicht, auf jeden Fall muss ich mich hier richtig anstrengen, um nicht allzu weit zurückzufallen, ne? Ziel! Ich sehe das Ziel! So, rein da. Boah. Das wird mittlerweile schon ein bisschen heftig, ne?
Yes, klasse Ergebnis, Junge. Überragend. So, dann gucken wir mal, was jetzt kommt. Das gleiche nochmal, ne? Okutama eignet sich gut, um Drifts zu trainieren. Die langgezogenen Kurven sind ideal. Mhm. Hätte ich mir vielleicht doch was mit Drift mitnehmen sollen. Wäre vom Vorteil gewesen, ne? Ja, das ist noch verkraftbar. Boah, der hängt mir doch schon wieder hinten dran. Geh weg! Push! Oh Gott, was mache ich denn hier? Das Ding hat einfach wahrscheinlich zu viel Grip für die Strecke. So kommt es mir zumindest vor. So, stauben wir ihn mal ein bisschen ein, dass er nichts mehr sieht. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendwas hilft, aber ne? Jetzt kommt wieder der Abschnitt hier. Wow, Gott, Gott. Da drücke ich mich aber so richtig durch, jedes Mal. Der war gut. Was ist denn eigentlich der andere? Ist der irgendwo gegen eine Wand gefahren oder so? Und jetzt habe ich es wieder so richtig schön, meinen Vorsprung, den habe ich so richtig schön verspielt, ne? Und da ist er schon, ich höre ihn schon. Ich höre ihn schon, ich höre ihn schon. Hier lang. Und ab ins Ziel. Boah. Starkes Rennen, tolles Ergebnis. So, wir fahren jetzt gegen einen Nismo. Nismo, mhm. Okutama ist ein Paradies für Drifts. Schmeiß das Auto auf die Seite und bahn dir deinen Weg durch die Berge. Mhm. Beim Duell gibt es keine Strafen für Kollisionen. Dein Gegner wird also aggressiv sein. Pass gut auf. Das ist klar, wir sind hier beim Stockcar-Rennen, ne? Oh, er kommt schon wieder. Ich höre ihn schon wieder. Kusch, geh weg. Habe ich vielleicht zufällig so ein paar Spikes dabei? So ein paar Krähenfüße, die ich auf die Straße werfen könnte? Das wäre was. Dann könnte ich hier ganz in Ruhe meine Map fertig fahren. Oder mich hier mal wieder verbremsen, ne?
Ja, bei dem kann ich irgendwie nicht so einen großen Vorsprung rausfahren, ne? So, jetzt kommt der Teil wieder. Ich weiß jetzt schon, dass es jetzt wahrscheinlich nicht mehr klappen wird, ne? Oder vielleicht doch. Naja. Das klang gar nicht gut. Nicht? Meinst du, es ist was kaputt, oder wie? Oh, shit! Nein, geh weg! Lass mich in Ruhe! Kusch! Bleib hinten! Ich möchte dich vor mir nicht sehen! Ganz und gar nicht! Mein armes Auto, es muss leiden! So, da ist das Ziel. Ein paar ganz kleine Kratzer. Nur ein paar ganz kleine. So, Endplatzierung erster, so wie sich's gehört. Ein paar Fans kriegen wir natürlich auch noch dazu. Und mir ist schon wieder brutal warm. Du zeigst in dieser Saison gute Leistungen. Mach weiter so. Ja, ja, klar. Finale erreichen möchtest. Ja, ja, Finale. Ja, aber bevor es jetzt weitergeht, würde ich sagen, ich mache hier eine kurze Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Grid 2.